Heute kochen wir eine klassische, traumhaft leckere rote Grütze. Ihr könnt sie warm oder kalt als Dessert servieren oder als Zutat für Torten oder Eis verwenden. Wie ich daraus leckeres rote Grütze-Eis zubereitet habe, könnt ihr ab heute auf meinem YouTube-Kanal Krümelplanet sehen. Los geht's mit den Zutaten. Ihr braucht gefrorene oder frische Beeren, zum Beispiel Johannis, Heidel, Erd- und Himbeeren sowie Brombeeren. Kirschen, ich verwende hier zum Beispiel Kirschen aus dem Glas, da könnt ihr aber natürlich auch frische oder gefrorene nehmen. Kirschsaft, Zucker, Vanillezucker und Speisestärke. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird die Speisestärke mit einem Teil des Kirschsaftes glatt gerührt. Anschließend werden die Früchte zusammen mit dem restlichen Kirschsaft, dem Zucker und dem Vanillezucker in einen Topf gegeben und unter gelegentlichem Rühren erhitzt, bis die Masse kocht. Wenn es soweit ist, sollte die Masse bei schwacher Hitze 10 Minuten weiter köcheln. Zum Schluss wird das Ganze mit der Speisestärke angedickt und nochmal für eine Minute aufgekocht. Am Ende des Videos habe ich euch übrigens noch meine leckere Vanillesoße und das rote Grütze-Eis verlinkt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.